Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Video. Ja, wir haben letztes Mal über mein Zungenpiercing gesprochen und dieses Mal reden wir über den Ashley-Piercing. Und ich würde sagen, let's go! Ja, dieser Piercing ist wie entstanden und wann? Wann weiß ich nicht mehr, ich glaube vom Jahr oder so. Jedenfalls, ich war mit Chris Kratos unterwegs. Wir waren ein bisschen in der Stadt, ich weiß gar nicht mehr, was wir gemacht haben, wir waren shoppen oder so, ich weiß nicht, irgendwas besorgt und keine Ahnung. Und ja, da ist halt ein Piercer und ich habe diesen Piercing schon so lange gewollt, ich habe mich nicht getraut irgendwie. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, keine Ahnung, ich will den haben und so. Und aus Spaß eigentlich ist das Ganze entstanden. Ich habe gesagt, ja, hier ist doch ein Tattoo-Piercing-Studio, ich kann ja mal anrufen und fragen, ob die heute noch Zeit haben. Das habe ich auch getan und... ja, na loco hatten die Zeit und ich habe dann noch hin und her überlegt, soll ich nicht. Und er hat gesagt, jetzt mach halt einfach, wenn du es unbedingt willst. Dann sind wir spontan da rein und ja, dann habe ich das Ding bekommen. Es war ganz lustig, ich hatte echt Angst, dass es hier wehtut. Also bei Zunge damals hatte ich ja gar keine Angst, aber da irgendwie schon. Und ja, der Piercer hat gepierst. Ich habe nur so einen leichten Druck gemerkt und dann war es schon drin, also war es schon durch. Gestochen und mir ging es ganz gut. Auf einmal bin ich aufgestanden und das war wieder der Kreislauf, so ganz mitgespielt hat. Ich habe dort, glaube ich, 20 Minuten gelegen ja, und Raupenzucker gegessen, keine Ahnung. Und der arme Chris Kratos musste auf mich warten. Ja, und dann ging es wieder ab nach Hause. So, an sich ganz gut verheilt. Was heißt verheilt? Also, in ein paar Tagen wurde es absolut dick und ich habe es gekühlt mit Kühlakku. Also darf man ja nicht direkt drauf, aber so ein bisschen immer mal, weil die Lippe so dick angeschwollen war, dass ich nicht mehr reden konnte. Aber Schmerzen hatte ich nicht und wo die, also die Schwellung nachgelassen hat, wurde es immer besser und ich bin zufrieden. Jetzt wird der eine oder andere von euch fragen, wie es beim Küssen ist. Es ist einfach ganz normal Gewohnheit, Gewohnheit. Also man gewöhnt sich dran und irgendwann merkt man es gar nicht mehr. Auch mein Zungenpiercing, wenn ich ihn rausnehme, ist es voll komisch, da fehlt irgendwas. Also es ist halt echt so, keine Ahnung. Man gewöhnt sich einfach dran. Ja. Und ansonsten wird es ja gut verheilt. Ich bin zufrieden damit, glücklich. Und eine Sache sage ich euch. Wenn ihr euch piercen, tätowieren wollt, überlegt es euch wirklich. Mache ich das oder mache ich nicht? Bei Piercing nicht ganz so schlimm, es wächst wieder zu irgendwann. Aber bei Tätowierung müsst ihr selber, das geht nicht mehr weg. Macht euch Gedanken drüber, bevor ihr das wirklich durchzieht und hört eventuell auf eure Eltern, wenn sie sagen nein. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich eine Bewertung da und schreibt mal in die Kommentare, was ihr für Piercings habt. Das würde mich interessieren und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, oder? Bis dann, tschüss!